Hallo und welcome back to my channel. Ich habe jetzt eine längere Filmpause gemacht, aber ihr habt es nicht mitbekommen, weil wir haben ja vorproduziert, wir sind ja fleißig. Und mein lieber Darius, der hinter der Kamera sitzt und immer seinen Senf dazu gibt, war eine Woche in London. Und was kommt mir sofort in den Sinn? Eigentlich wäre ich gern mitgeflogen, aber next time. Und ich habe ihm natürlich gleich gesagt, bitte bring mir was mit, weil in London gibt es viele Sachen, die es hier nicht gibt. Und ja, somit habe ich ihm Geld mitgegeben und er hat mir was mitgebracht. Und ich habe es noch nicht gesehen, also ich sehe es mit euch zusammen. Oh Gott. Ha, also ich habe schon natürlich gesagt, was ich will. Ein paar Sachen hat er mir mitgebracht, die ich ihm gesagt habe. Und er hat mir auch ein paar Überraschungssachen mitgebracht, also es ist sich ausgegangen. Zuerst zeige ich euch nur schnell, was ich auf meinem Gesicht trage, weil ich habe ja schon die Base gemacht. Also auf meinem Gesicht trage ich die neue IT Cosmetics CC Cream in der Farbe Light Medium. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal um, deswegen kann ich noch nicht so viel sagen, aber meine Lider creasen. Aber ich finde sie jetzt schon ziemlich angenehm und darüber kommt dann noch mehr und vielleicht auf Instagram werde ich mehr darüber reden. Dann habe ich Tarte Shape Tape Concealer in der Farbe Light Neutral. Dann habe ich gesettet mit Laura Mercier Translucent Powder. Dann habe ich Butter Bronzer von Physicians Formula als Bronzer. Die Becca, Chloe und Malika. Ich kriege das so schwer auf immer. Den Blush habe ich von ihnen. Und Augenbrauen von Alverde, also Augenbrauenpuder. Mit dem Pinsel, mit dem abgeschrägten. Und was ich noch nicht gemacht habe, was ich jetzt nachholen werde, ist der MAC Paint Pot für meine Lider. Damit der Lidschatten nicht creased. Weil da sieht man schon, wie das... Normalerweise soll man sich ja die Augen nicht mit Foundation machen. Ich bin jetzt einfach so drüber gegangen. Mein Foundation ist es nicht wirklich, es ist eine CC Cream. Color Correcting Cream und die ist sehr reichhaltig. Und was noch sehr, sehr, sehr gut ist, wie sagt man da? SPF sage ich immer. Sonnenschutz. Danke. Sonnenschutz 50. Das gebe ich der Lauren auf die Haut. Also das ist fürs Gesicht perfekt. Einfach perfekt. Aber man darf sicher nicht vergessen, auf den Körper einzuschminken, sonst hast du danach ein weißes Gesicht und einen braunen Körper. Es geht nicht um weiß, es geht um Falten, die nicht entstehen, weil der... Ja, aber wenn du rausgehst in die Sonne. Ja, aber... Oh, Darius, bitte. Ich sage nur... Sag's zu viel. Dann laufen da die ganzen Gespenster rum mit weißen Gesichtern und braunen Körper. Aber keine Falten und das ist das Wichtigste. So, ich fange mal mit dem Größten an, weil das ist das, was ich mir gewünscht habe. Und ich bin froh, dass er es gefunden hat, weil... Warum ist da ein schwarzer Fingerabdruck drauf? Was hast du gemacht, Darius? Ich habe ihn nicht aufgemacht und verwendet. Das ist eine... So schöne Palette und ich weiß, ihr werdet euch denken, und das haben mir viele geschrieben, wie, um Gottes Willen, will sie so viele Paletten aufbrauchen. Ich muss sie nicht aufbrauchen, ich will sie einfach nur haben. Nein, Spaß, aber ich... Du hast Paletten, die 9 Jahre alt sind. Ich weiß. Verwirrst sie immer noch. Ich weiß, aber sie sind noch, wahrscheinlich nicht so gut wie am Anfang, aber ja. Sie sind noch workable. Ich würde sagen, solange sie nicht stinken oder irgendwas. Nein, stinken tun sie nicht. Das ist die Morphe 35G. Warte kurz, ich will mir selber anschauen. Bronze. Nein, du musst sie jetzt erst der Herz. Bronze Goals. Ich meine, Morphe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Diese Firma ist eine, wie sagt man, es ist nicht so teuer. Weil, aber die haben gute Qualität. Weil sie machen auch viele Collaborations mit YouTubern, mit James Charles, Jaclyn Hill. Jeffree Star jetzt, sicher noch viel mehr, ja, ich kenne nicht alle. Ich kenne nicht alle. Und das habe ich auf Instagram gesehen und die Farben haben, das sind einfach meine Farben, da kann man nicht viel dazu sagen. Also langweilige Brauntöne. Sind nicht lang, die sind nicht alle braun, schau, wo viele Goldtöne, also perfekt für den Sommer, für einen bronzy Look. Für Herbst. Für Herbst passt auch, ja, also...
Diese Palette ist echt. Und wie viel hat die gekostet? 28 Dollar. Da ist die Rechnung drinnen. 21 Pfund. Ja. Und du hast 10% off bekommen. Oh, ich habe Code James Charles benutzt. Wirklich? Das 10%. Funktioniert im Geschäft? Ja, ich habe es gegoogelt. Und die Lili hat es auch nicht gewusst. Und die so, kann ich Code James verwenden? Die so, ja, ja, sicher. Und tippt. Oh mein Gott, na bitte. Cool. Er hat jetzt einen Anteil von deinem Geld bekommen, oder wie? Macht nichts. Soll er. Soll er es genießen, die 3 Dollar oder was auch immer. Und da auf dieser Folie stehen die Namen drauf. Das finde ich schade, weil das muss ich dann immer aufbewahren. Wobei, ich mag das eh, aber... Also diese Folie. Ja, gleich, warte kurz. Next! Das kann ich wegschmeißen. Ah, der Morphe Sponge. Da bin ich gespannt, weil eigentlich mag ich meinen geliebten Beauty Blender, weil der einfach so schön weich ist und ich habe gehört, dass der ein bisschen härter ist. Aber ich war gespannt, weil er eben so abgeschrägt ist. Wobei Real Techniques hat auch so einen und... Der ist halt für Contouring. Contouring, ja. Highlighter, ja. Oder? Für Highlighter? Für Concealer und so. Ach so. Zum steht das Baken. Schild nicht oben? Highlight und Contouring. Ja, Highlight und Contouring. Ich hatte gewusst. Na, schauen wir mal. Dann hat er mir den Jeffree Star, die Beauty Sponge Trio. Das ist extra für Concealer, weil das so klein ist und da kann man gut zu den Augen hin und so. Also ich bin für die nächsten Monate gewappnet. Guck das bitte, was ist das? Ah, das wollte ich dir nicht zeigen. Wieso? Ich habe dir zum Geburtstag noch ein paar Sachen gekauft. Achso. Tja, was ist das? Das ist wie ein Zum Setten? Das ist wie ein Beauty Blender, nur halt als Stoff. Aber für Powder? Nein, das ist für Foundation und so. Den Powder Puff steht da. Aber es hat ja zwei. Ja, zwei Seiten. Ja. Na, ich bin gespannt. Okay. Das sind die super eingepackt. Da ist die Schrift so. Die sind verkehrt. Ich glaube, die gehören so. Ich glaube nicht. Wie stellst du sie hin? So? Nein, aber das ist so auch schon die Nippel. Also, 4 Mini-Highlighter-Drops. Das sind so Flüssig-Highlighter. Und I'm very curious, weil Flüssig-Highlighter hatte ich noch nicht. Mein Gott, du wirst shinen. I will shine. Like a diamond. Shine bright like... Ah, kriege ich dann jetzt eine Anzeige, wenn ich das singe? Ja. Du musst die 0 Euro, die du an dem Video verdient hast, abgeben. Probieren wir mal eins. Nur so zum Spaß, aber nicht auf dem Gesicht. Okay. Ich glaube, du hast die dunkelste Farbe genommen. Ja, man sieht halt jetzt nicht so viel. Oh ja, man sieht sie. Ja, damit werden wir spielen. Mehr gekauft als das, was ich wollte. Was ist Warte, das? Ich habe das rausgenommen. Ach so. Direkt. Was ist das? Was ist das? Ein Color Pencil. Also für Lippenstift. Nein, das ist Augen. Ein Lidschattenstift. Das ist ein Lidschattenstift. Bist du dir sicher? Ja, ich habe nämlich die Olle gefragt, die dort gearbeitet hat. Und damit macht man was? Ein Lidschatten. Du kannst quasi so... Ach so, okay. Ah, und dann unten vielleicht zum... Okay, cool. Und dann kannst du smatschen mit dem Stift. Cool, cool, cool. In der Farbe Trendsetter. Ich habe nur leider gelesen, dass der nicht so gut ist. Nachdem ich ihn gekauft habe. Nachdem du ihn gekauft hast, hast du gelesen, dass er nicht gut ist. Na toll. Weil er sich sehr verwischt. Also... Er verwischt sich weiter. Naja. Hast du das gesehen? Wo ich im... Ah, das ist, weil du was oben hast. Weil ich ich habe daneben, ich habe nichts oben. Achso, na dann ist eh gut. Er verschwindet. Achso, ja, das habe ich ja gemeint. Aber im anderen, warum hat das dort vorher nicht... Ist das nicht verschwunden? Bei dem Kleinen? Ja, ich habe nur nicht so fest... Achso. Gut, macht nichts, wir werden ihn schon... Ja, irgendwie... Irgendwie wirken. So, die nächsten Produkte sind von Stila. Da habe ich auf Instagram erzählt, dass ich bei DK Maxx welche gefunden habe und ich mich so gefreut habe, weil die kosten 25 Dollar oder Pfund, also da steht 24 Pfund und ich habe es um 8,
6, 7 Euro gefunden. Boah, das ist gut, weil... Das ist echt gut und ich habe mich gefreut. 24. Ich weiß, die waren so teuer. Ich weiß und ich habe... Warte kurz. Und sie hatten Sets, aber die haben gesagt, die sind sofort weg. Ja. Ja, die Sets sind gut, weil die sind ein bisschen kleiner. Ja. Und dann hast du mehrere Farben davon. Jetzt habe ich schon 4. Gott, ich bin so eine Sammlerin. Hast du nicht gesagt, du nimmst mir kein Gold, weil ich schon Gold habe? Ich habe eh kein Gold. Ach so, ich habe ein Gold, aber das ist mit lila Stich und das ist nicht so nice. Also ich habe die zwei mit dem Namen Tulip Twinkle und Gold Goddess. Und die sind alle 4 komplett verschieden. Ich hatte nämlich Angst, ich wusste nicht, welche du schon hattest. Ja. Ich dachte, du hattest Gold schon. Ja, ich habe den als Gold, aber der ist halt... Nein, und der ist so dunkel. Sehr dunkel, ja. Na, finde ich sehr cool. Okay. Und die hatten, ich glaube, 10 verschiedene Goldsorten. Ich habe gesagt, okay, ich werd, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dein Gold finde? Und deines hätte ich nicht als Gold, sondern als braun gesehen. Ah, okay. Fairy Tale. Und ich muss wieder zu Dekamax. So. Next! Okay, das sind die Sachen. Du hast ja bald Geburtstag und dann habe ich mir gedacht, ich nutze das Geld aus, dass ich dort bin und die Sachen kaufe, die du nicht mehr oder weniger hier findest. Was ist das? Concealer? Weiß? Weiß? Du sagst doch immer, du brauchst starken Concealer. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Nein, schau, das ist zum Verwenden von unter den Farben, damit Farben stärker werden. Ah, okay. Und da steht auch, wenn, und du, als Concealer. Wenn du zu dunkel wirst, gibst du ein bisschen auf den Beauty Blender und gibst das über die Farbe und dann hält, wird es hell. Also das ist richtig weiß. Und als aufhellen, wenn du zu dunkel wirst. Ich bin schockiert. Oh mein Gott. Okay. Aber der hat gute Bewertungen, da hat sich die Lady vorher recherchiert. Okay. Ja. Und auch schon, wie wenig du brauchst. Du, ja, ist wirklich sehr ergiebig. Na, ich bin gespannt. Ein Schuck. Kann man damit cutten? Ja, sicher. Es ist statt ein Concealer? Concealer. Achso, es ist ein Concealer. Der Jeffrey verwendet immer weiß. Coverage. Soll ich mal mit weiß? Weil das schaut sicher cool aus. Okay. Das schaut sicher arg aus. Das semi-weiß, es ist... Okay, dann habe ich hier zwei. Oh mein Gott, Darius. Hast du nicht gesehen, wie die sind? Die? Ich glaube, die schauen nicht. Die eine hat das auf den Augenkappen jetzt urgut ausgeschaut, wenn sie getuscht sind, ja. Deswegen ich gesagt, was hast du auf den Augen? Sie, wie viel haben die gekostet? Nur 5. Achso. Und es gab teure Marken, die haben viel besser ausgeschaut, aber die haben 10 gekostet. Und das war der letzte Zehner, den ich noch von deinem Geld übrig hatte. Also du hast mir mit meinem Geld... Nein. Ich habe gesagt, meine Weihnachtsgeschenk. Geld, was du mir gegeben hast, 200 insgesamt. Also alles hat 200 gekostet, was du da vor dir hast. Hi, how are you? Und can't relate. Oh, das ist ein Peach, gell? Nein, das ist, sollte Nude sein. Oh, ich wollte ein Peach. Du mit deinem scheiß Peach. Ist das Glitzer? Nur die, nein, Verpackung, oder? Ja. Aber die Verpackung ist so schön. Oh mein Gott, ist schön. Welchen soll ich probieren? Willst du es nicht nach deinem Look anpassen? Nein, ich will das jetzt probieren. Oh mein Gott, die sind echt... Also das ist ein Kindertraum. Wie schön sind die Verpackungen. Ich hätte nicht geschaut, ob ich nicht einen von den anderen... Die, und mit Kindertraum meine ich, weil man als Kind gerne Glitzer hat. Und ja, bei mir ist das halt geblieben. Der ist aber sehr dunkel. Nein, der sollte eigentlich schön, also so, das ist so, bärig. Oh, naja. Ich habe gerade jetzt irgendwie so mehr Burgunder als die Rosig. Den werde ich verwenden. Der ist auch sehr nude. Ja, das ist so nude für dich, oder? Aha. Im Sommer ist der halt nicht, der ist dann halt für den Winter mehr. Ja. Wenn du weiß bist. Naja, schaut. Meine Lippen sind gerade nicht so sichtbar gepflegt. Achso. Also. Shake well before use. Ups. Cool. Boah, die sind schon... Oh Gott, ich will alle haben. Die sind urschön. Das ist ja seine neueste gewesen. Oh mein Gott, die sind so schön. I'm verloved. Und das letzte. So, und da habe ich mir gedacht, du hast lauter Highlighter, die warm sind. Und ich wollte dir einen Neutral. Ice cold. Also kälter geht's nicht. Aber er ist nicht im Blau.
Er ist noch in der warmen. Grün? Nein, er ist in der warmen Seite der Farben. Es, oh mein Gott, wie kann man so einen riesigen Highlighter haben? Oh, der ist aber schön. Warte kurz, soll ich ihn mit deinem Finger? Oder? Ja, kannst du ihn jetzt. Ich tue ihn jetzt drauf. Oh Gott. Er ist stark. Oh. Ja. Mach es mehr gezielt und nicht so, ja. Aber siehst du, er schaut sehr... Er gibt dir keine Farbe, sondern es ist einfach nur Glanz. Da brauchst du einen Swipe für das ganze Gesicht. Echt cool. I like it. Danke, Darius. Und die Verpackung ist auch so schön. Wobei ich die schöner finde. So, und ich widme mich jetzt dieser Palette hier. Ich weiß nicht, womit ich beginnen soll. Oh ja, ich weiß, womit ich beginnen soll. Ich beginne mit der Farbe Sandy. Ich habe jetzt Glitzer draufgegeben, ich dodel. Womit? Vom Finger. Achso. Zwei Glitzerstücke. Oh mein Gott, die Pigmentation, die Pigmentation, die Pigmentierung ist amazing. Medium Angled Shading Brush. Damit tue ich gerne den Eyeshadow drauf, weil ich dann quasi so eine Linie, imaginäre Linie halten kann, weil er eben so abgeflacht ist und dann tue ich so nach oben. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige es euch gleich. Nur ich überlege, welche Farbe ich nehmen soll. Nimm Orange. Spaß. So, jetzt nehme ich die Farbe Deserted auf seinem Fluffy Brush und mache nur so einen Übergang. Ein bisschen. Danach. Ich finde, die Farbe schaut genau gleich. Die ist wirklich sehr ähnlich. Ein bisschen dunkler ist sie aber. So, jetzt nehme ich die Farbe Burnt. Das ist ein ganz dunkles Braun. Und leg sie halt, wie soll ich sagen, ist jetzt eh abgeflacht und dann... Aber die Farben sind echt schön und sie lassen sich sehr gut verblenden. Tschüssitsch. Mhm. Ist schön. Schön, gell? Dieses blöde Loch da. Da habe ich irgendein Loch. Eine Narbe? Nein. Ich habe jetzt noch Kontakt. Und die schauen ein bisschen verschieden aus. Ich habe jetzt noch Kontakt zu deinen Make-up-Artist aus Beverly Hills, wo ich beim Mac Sachen gekauft habe. Also Kontakt. Wir okay. Folgen uns auf Instagram. Aber ich finde das cool und sie ist so crazy. Ein bisschen. Das ist ein MAC 210. Ich habe mich früher nie getraut. Ich habe mich nie getraut, hier. Wie soll ich sagen? Ich habe schon die untere Linie mit dem oberen verbunden, aber es war immer so ein Haken. Und ich habe mich nicht getraut, weiter rauszuschminken mit dem Lidschatten. Und ich finde, das schaut aber voll gut aus, wenn man ein bisschen weiter rausgeht von seiner Comfort Zone. Ich cutte jetzt meinen Crease und tue mir ein bisschen schwer, weil meine Wimpern im Weg sind. Reiß dir aus, komm. Du hättest nicht so viel verwenden. Ja, ich weiß. Ruhe jetzt. Warum gibst du das nicht vorher auf deine Hand und nimm das mit deinem Pinsel von deiner Hand weg? Wieso muss ich dir das beibringen? Ich will nur den vorderen Teil creasen. Ja, ist schön. Cutten. Cutten oder creasen jetzt? Wieso, dass es creased vorne noch? Unbedingt so. Warte kurz, die Farbe nehmen, das ist Island Life. Das schaut irgendwie orange aus. Ja. Dass du die Farbe orange nehmen sollst, sollte nur ein Scherz sein damals. Soll ich einen anderen nehmen? Ja, nimm den Gold, das Gold. Welches? Weil es sind 15 hier. Das unter dem dunkelbraunen, nein? Ja, nein, drunter, ja. Und dann gibt es so das eine schöne feuchte Gold noch drüber. Ja, das schaut schon besser aus. Ich werde jetzt einen Cheat Sheet nehmen. Race. Also ich bin wie eine Sonne. So, jetzt crease ich, cutting. Was ist mit mir heute? Nimm das, was am Rand so viel immer rauskriegt. Habe ich schon. Ich habe schon alles
zusammengekehrt da auf diesen depperten Fläschchen. Mach den Mund, du schaust ziemlich beklemmt. Es muss nicht so perfekt sein, weil wir ja eh... Weil das auch du bist. Halt den Pappen. Perfektion, das kennen wir in diesem Kanal nicht. Trial and Error. Ich weiß zwar nicht, ob man das sehen wird, aber ich gebe jetzt noch ein anderes Gold drüber. Von Stila. Das kann man sicher sehen. Aber ich glaube nicht, dass es zusammenpasst. Weil das ist so ein helles Gold und das ist so ein... warmes Gold. Ja. Ich lasse es drauf. Trial and Error. Nein! Versuchen und versagen. Ich werde jetzt, weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde diesen lustigen Stift mal ausprobieren, den man dann... Aber der ist nicht für ein Lidstrich, also nicht zum Lidstrich machen gedacht. Ja, ich weiß. Man sieht nichts. Oh ja, man sieht schon was. Es ist schön. Er ist halt sehr dezent mit den Farben. Naja, gut, aber die Farben, die ich drauf habe, sind ja sehr ähnlich mit dem Stift. Aber man sieht schon einen Unterschied. Mhm. Oder? Wie schön. Er ist auch einfach zum Handhaben. Ein bisschen Fallout gibt es ja. Aber ich war sehr, weißt du, mit dem Finger ist das halt sehr ungenau. Sagen wir es mal so. Also gewaschen. ich werde jetzt dann nur mit dem... mit Glare ein bisschen Highlighter dazugeben. Also die Brauntöne sind wunderschön. Die liebe ich. So, was wollte ich machen? Einen Eyeliner. Ich habe mir eh gedacht, warum da Orange drin ist. Wer will Orange ausschauen? Ja, und ich habe aber nicht Orange. Ich habe das hier verwendet. Das ist orange. Ja. Das ist aber bitte Augenkrebs orange. Ja. Alter. Das ist wirklich orange. Niemand will legit orange. Legit orange. 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 Hey, ich weiß nicht, vielleicht gibt's ja. Wenn Leute, so, die orange haben wollen. Ich verwende jetzt meinen neuen Eyeliner von Benefit. Und ich kann den Eyeliner draufgeben. Ja, schon, oder? Ich würde nicht, ich würde einfach nur filmen. Echt? Oder du machst wieder so einen Smudge. Ich finde das da, ich finde den Look nämlich auch von dem im Bild schon mal her. Finde ich ihn schön. Soll ich nur ein bisschen so? Ja. Man böhne dann mal alles. Oh ja, ist cool. Leute haben halt geglaubt, dass er dann so bleibt und dann, sehen, und dann wenn er ein bisschen ankommt, verwischt er sich halt schon voll. Mhm. Darum hat er nicht so gute Bewertungen gehabt. Naja, aber ich finde ihn nicht schlecht. Er ist halt sehr weich, das ist das. Er ist sehr weich und dadurch kann man ihn auch gut verblenden. Und, ja. Und ich glaube, die Leute wollten ihn haben, wie wenn man... Fix. Ja. Achso, wollte ich nicht reingeben. Wimpern? Wimpern. Soll ich deine Wimpern haben? Ja. Das ist eine Frage. Welche willst du? Nimm die nicht so großen, oder? Die sind beide riesig. Nein, die rechten sind viel riesiger. Länger meinst du, aber die sind wispier. Ja, aber wenn du Wimpern so schon rausgibst, das wird einfach nur... Melrose Avenue oder Hollywood Hills? Sag einfach, kennst du die Namen? Nein. Na dann, Melrose Avenue oder Hollywood Hills? Schreibt in die Kommentare. Nein, weil ich warte jetzt nicht, bis sie schreiben. Ja, Melbourne. Melrose? Melrose. Welche ist das, die längere? Ja. Na, servus. I need my glue. My glue is what I need. Und schon wieder habe ich keine Pinzette. Ich werde mir andere Lippen machen. Oh Gott. Mach nur ein bisschen und tu das nur versmudgen. So, das ist einfach nur der Pinkton. Aber das passt überhaupt nicht zu den Augen.
Ganz toll, Damaris. Super. Nein, schaut nicht so schlimm aus. Ich kann Wimpern immer besser kleben. Übung macht den Meister. Ich klebe sie immer näher an den Rand. Wir haben hier begonnen. Was? Ich habe mir früher diese einzelnen Büscheln von Claire's gekauft. Die Ladi hat die. Ja, die sind aber gut und die halten auch. Ich habe sie manchmal 3 Tage umgehabt. Ich habe mir halt nicht die Augen reiben dürfen. Und sie war noch nicht so geschminkt, weil mit Eyeshadow habe ich erst später begonnen, herum zu experimentieren. So geil, weißer Concealer. C0,00. Ich glaube, es wird sogar besser ausschauen, wenn ich dunkle Haare hätte. Hm. Next time. Na, ich mach ein bisschen Lidschatten in deine Haare rein. Das färbt sicher auch. Mach so dunkel, wie dein Ansatz ist, wenn du so Friseur bist. Ja, dünkler. Dünkler ist dein Ansatz? Schwarz? Nein. Wenn dieses Video online kommt, bin ich gerade beim Friseur oder gerade beim Friseur gewesen? In der um 10? Nein, ich weiß nicht genau, welchen Tag. Jetzt stress mich nicht so. Es sei nur so viel gesagt, es ist was anderes, als was ich jetzt habe. Oh, die Wimpern sind eh schön. Ein bisschen lang. Ja. Oh mein Gott. Wenn du gerade in die Kamera schaust, dann sieht man nicht, wie lang es ist. Ja, ich weiß, man sieht es nur von der Seite. Auf der Kamera schaut es nicht so lang aus. Ach so. Wirklich. Aber wenn ich nach oben schaue, berühren sie meine Augenbrauen und das ist schon ein bisschen lang. Weil ich habe viel Abstand zwischen Augen und also Wimpern. Dings. Wimpernkranz und Augenbrauen. Danke. Bitte. Ist ja nicht dein Job, dass du reden kannst. Ich kann reden, aber ich kann auch wir reden. Irgendwie gefallen mir die Lippen nicht. Nein, die Lippen passen nicht. Mach einen braun. Die passen mir nicht besser. Sorry, Jeffrey. Was hast du gesagt? Braun? Genau. Also jetzt nicht so dunkel, aber halt so ein... Nehmen wir Neutro. Da! Oh Gott! Glaubst nicht? Schaut aus wie Kacke. Es geht eh und jetzt passt auch die Farbe dazu, weil man sieht ein bisschen den rosa Ton noch durch. Aber das schaut gut aus. Das schaut aus wie Sailor Moon. Ein bisschen so. Nein, das andere hat schon ausgeschaut wie Sailor Moon. Ich will es mal mit dem Pinsel probieren, ob das noch immer so intensiv ist. Oh ja. Mit dem nicht. Du musst deinen Spitzen verwenden, den du mir eben oft aufzwingen wolltest. Ja, bitte. Mit dem ist es auch. Nein, probier mal mit dem anderen. Da die Lili und die Lili scheint dann wie ein Shine Bright Like a Diamond. Shine Bright Like a Diamond. Ja, bist du deppert. Ja, jetzt habe ich einen weißen Fleck. Ja, aber ich weiß, dass man mit diesem Pinsel, dass das übertrieben aufbauen kann, ist, ja. Was sagt ihr, wie gefällt euch dieser Look? Also ich finde es ein bisschen gelb. Ein bisschen orange, das aber. Ist ein Warmtöne. So, aber nein, aber die Palette ist echt schön und ich werde mich noch ein bisschen spielen damit. Ja, es gibt da manche Farben wie die orangenen Farben. Ja. Ich weiß nicht, wer orange haben will. Ist orange schön, Lidschatten? Keine Ahnung. Jetzt ist gerade sehr modern grün. Aber ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen damit spielen, aber sonst mag ich die Palette sehr gerne. Die Wimpern sind auch sehr interessant. Aber sie sind schön. Sie sind schön, ja. Sie sind schön. Ein bisschen lang, aber ja. Zu so einem Make-up gehört einfach sowas. Vor allem, wenn man keinen Lidschatten macht. Kein Eyeliner. Ja. Ja. Ich schaue nur ein bisschen aus wie der Edward von Twilight, weil ich so weiß bin. Highlighter. Und du wolltest auch weißen Concealer verwenden. Ja. Ich danke dem Darius auf jeden Fall, dass er mir so coole Sachen mitgebracht hat. Happy Birthday. Ich habe erst im Mai Geburtstag. Ach so, stimmt. Das bringt ja, da manche Leute sagen, das bringt ja Unglück. Ja. Du wirst 30, wie viel mehr Unglück bist du? Genau, so ist es. Oh, erinnere mich nicht. Und es waren die Farben sehr gut zu bearbeiten, vor allem die matten Farben.
Ja, mit den anderen habe ich jetzt nicht so viel gemacht, nur vorne halt gecuttet. Gecruised? Gecreased, gecuttet. Und auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid subscribed und falls nicht, dann tut das bitte. Und damit ihr keine aktuellen Videos verpasst, könnt ihr die Glocke andrücken. Dann kriegt ihr immer eine Verständigung als E-Mail, dass ein neues Video online gekommen ist. Und Newsflash, die Videos kommen ab jetzt immer Dienstag und Freitag, weil uns ist es vorgekommen, von Donnerstag bis Dienstag ist einfach viel zu viel Zeit. Deswegen machen wir Dienstag und Freitag und dann ist das ein bisschen ausgeglichener. Und außerdem könnt ihr dann euch am Wochenende hinhauen und meine Videos anschauen. Unsere Videos, meine Videos. Wenn ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann macht das bitte auch. Dort heiße ich auch Lipstick Bakery. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Und falls ihr noch nicht bei meinem Gewinnspiel mitgemacht habt, auf dem letzten Video, das ich gepostet habe, gibt es ein cooles Gewinnspiel. Und würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ihr könnt nämlich was sehr Cooles gewinnen. Aber dazu schaut euch das Video an. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Danke fürs Einschalten.